So, herzlich willkommen zum Spieltag heute im DSC Düsseldorf. DSC Düsseldorf empfängt Clipper Hamburg. Ja, die erste Frage an die Gäste. Für euch geht es heute eigentlich nur noch um den Klassenerhalt zu fixieren. Ein Punkt reicht, haben wir uns so rausgerechnet. Was sind eure Ziele heute hier im Spiel? Also ich bin kein großer Freund vom Rechnen. Wir müssen ja ganz klar auf Sieg spielen, damit wir den Klassenerhalt möglich heute klar machen. Super schwer nach so einer langen Pause und die halt sehr schwierig zu spielen, weil die einfach eine super Saison gespielt haben und wir mal gucken, was heute möglich ist. Aber wir sind guter Dinge nach der Rückrunde und jetzt müssen wir aber nochmal nachlegen und hoffen, dass wir das heute klar machen. Danke dir. Atsche, Rückrunde nicht so verlaufen wie die Hinrunde von den spielerischen Elementen, sage ich mal. Hinrunde war sehr konstant mit dem Sieg in über Gladbach hier in Düsseldorf. Jetzt Rückrunde so ein bisschen durchwachsen. Wie empfindest du allgemein die Situation, gerade mit dem Blick auf das heutige Spiel? Wird wahrscheinlich sehr eng. Ja, wird auf jeden Fall ein enges Spiel. Clipper hat auch in der Hinrunde alle Spiele sehr eng gespielt und wenig Ergebnisglück gehabt. Haben jetzt mit vor allen Dingen Jojo Fröschle einen krassen Stabilisator hinten drin, der dann auch wahrscheinlich den Unterschied macht zwischen knapp verlieren und mal um Punkte spielen. Und Clipper ist eine super Truppe. Ich glaube, das wird ein enges, hoffentlich schön offenes Spiel, wo auch ein paar Zuschauer ein bisschen was zu sehen bekommen. Ob unsere Saison jetzt durchwachsen war, weiß ich nicht. Bei uns haben auch zwei, drei Jungs gefehlt. Wird dann immer schnell eine durchwachsene Saison. Wir haben gegen alle Top-Teams unentschieden gespielt, gegen Gladbach mal eine Reise bekommen. Ein richtig schlechtes Spiel. Sonst sind wir eigentlich ganz gut im Soll, würde ich sagen. Gut, ich danke euch. Ich will euch gar nicht lange aufhalten. Ich wünsche euch viel Erfolg für das Spiel. Und vielleicht hören wir uns nochmal. Viel Spaß, Jungs. Einschätzung. Deine Einschätzung zum Spiel heute. Ich denke, dass wir sehr gut vorbereitet sind, wie so oft. Wie du gesagt hast, der DSD bleibt ambitioniert, obwohl wir kein festes Ziel jetzt für diese Saison haben. Wir wollen aber trotzdem zeigen, dass wir das heute auch knapp für uns entscheiden werden können. Also Flipper, viel Spaß euch auch. Viel Spaß. Auch mal schauen, ne? Okay. Ja, okay, ich mach ein bisschen leider. Ja, perfekt. Nee, ist gut so. So, genau. Wenn man so verteidigt, immer schön einen Schritt aus dem Kreis machen. Ballverlust, Alex Streunk. Anspiel und das ist ein Fuß und das ist das erste Tor. Gut. Für die Hamburger gut den Vorteil laufen lassen. Lennart Schöttis. Und wer trifft? Super gedoppelt. Luis Brock und Niklas Schickenberg. So. Max Bergs, der kann sich mal durchsetzen, aber nicht. Bergs gibt Gas. Weiter. Ja, zu wenig. Gut verteidigt von Aguero. Bundesliga-Hockey. Und das ist ein Stoppfoul. Aber kein Foul. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich da auch gepfiffen hätte, weil der Ball wird weggespielt. Tobias Bergmann wird jetzt auch noch mal eine Ansage gekriegt. Gehe ich von aus? Genau lokalisieren, aber wenn Lautschlag von außen, innerhalb oder ähnliches reklamiert wird, wenn wir 2 Meter daneben stehen, wollen wir, dass weitergespielt wird. Okay? Clipper hat gerade auch die Ansage bekommen. Hört das bitte reklamieren. So. Nein, der Ball ist klar außerhalb. Du stehst 40 Meter daneben, machst du nochmal und der hat den Mund auf, spielt den Unterzahl weiter. Ja. Schön. So, jetzt können wir die Gespräche da auch noch mitbekommen. Wollen wir gar nicht. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Trainer diese Perspektive für ihren eigenen Aufbau oder für ihre Defensive gut finden. So, wir machen hier Anspiel, Paul Krüger mit dem Fuß, das ist die erste Ecke. Ja, der ist leider ein Tick zu lang nach dem Pfiff. Und vor allem, weil es klar war, da kann man nicht mehr sagen, dass es aus der Aktion ist, aber vorher nicht gut verteidigt.
Aber wobei ich jetzt gerade... Gnadenlos. Kriegt ihr den an dem... an Oberschenkel? Keine Ahnung. Statt es wird es besser sehen. Schwierig, ne? Fünf gut. Wenn da einer mit 60 km/h auf dich zu rennt. Das ist schwierig. Gucken, weil Hamburg spielt das Ganze schon sehr schnell, wenn sie die Freistöße bekommen. Ja. Felix Seich, ist, bist doch schon vorbei, Junge. So, Aguero, oh, da ist die Ecke, ja, das und das ist das Ding, was ich gerade gesagt habe. Genau die Situation, das ist sowas von schwierig für einen Verteidiger, da sauber zu verteidigen. Und es ist halt 50-50, entweder nimmst du das Stockfoul in Kauf oder du triffst den Ball und hast dann super geil verteidigt. Oder du bist einfach ruhiger, wartest 20. ab, lässt den in Richtung Torwart laufen und dann spielst du es mit deinem Torwart zusammen aus. Ja? Lässt sich von hier natürlich alles einfach sagen. Wird schwierig. Einmal der Reingeber, den rechten Fuß hinter die Linie. Genau, danke dir. Ja, Pink holt noch mal ein bisschen Zeit raus, clever. So, Cioli, Marquardt auf Schuss. Cioli nimmt sich den und legt den neben das Tor. Flach unten. Schlägerseite neben das Tor. War mehr drin. Ja, aber gut. Wie Klipper in den Kreis kommt, ja, und der DSD in den Kreis kommt, das ist schon beeindruckend, wie sehr es für Klipper einfacher ist. Ja, aber du hast... das ist die nächste Ecke und das ist ein Foul. Max Werks geht wegen Körperfoul runter. Gelb, gehe ich von aus, hat Gelb gekriegt, ne? Nummer 5. 5 Minuten für Max Bergs. Und das ist leider, und ich habe es, glaube ich, schon häufiger erklärt, wir gucken nochmal drauf. Yellow Card. Wir gucken nochmal drauf. So. Der möchte nur in den Zweikampf. Kommt hier aus dem Tritt. So, trifft den erst unten am Fuß. Ist außerhalb gewesen eigentlich, oder? Trifft den unten am Fuß, dann oben. Okay. Das ist natürlich, du willst da nur verteidigen und du willst den gar nicht treffen. Aber triffst du ihn, ist immer körperfaul, immer gelb und im Viertel immer Ecke. Auf der Linie war? So, 5 Minuten, bist du gut bedient. Wir haben hier schon Spiele. Wir erinnern uns, Per Pink geht für das gleiche Foul 10 Minuten. Dadurch, dass er ihn auch erst am Fuß trifft. Wir gucken uns erst die Ecke, dann machen wir weiter. Aber außerhalb. Ja, das ist süß. Raus. Das ist süß. Rausgepfiffen. So, dafür, dass er den erst am Fuß trifft. Das ist das. Männer, zweiter Ball im Spiel. Das ist ja auch ein Unterschied. Treffe ich erst den Ball, faule dann. Oder treffe ich den Gegenspieler erst und spiele dann den Ball. Ja, da muss er ja differenzieren. Sonst kommen da, glaube ich, vom Tempo her wenige dran. Ja. Sauber, weiter. Untergeholt vom Hamburger. Klasse gespielt. Gutes Anspiel. Ui. Ja, oh, ja. Der war ganz knapp, Per Pink macht da mit. Und das ist natürlich auch... Das sah jetzt ein bisschen unglücklich aus bei Jonas Weißner, aber wenn du den quasi an deinen Hals geschlänzt kriegst, musst du den auch erstmal so rausholen. Oh ja. Super wird viel Anspiel. Geschlänzt, gutes Anspiel. Super Anspiel. Oh, der ist bitter. Den legt er auf die Latte, glaube ich. Gut. Der ist ganz bitter. Eine Minute noch ungefähr. Karte. Warum gab es die jetzt, die grüne Karte? Habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, Benny Federlin hat sich da nochmal aufgeregt. Na gut. Wie gesagt, ne, ich verfolge eine klare Linie. Ja, Tor. So. Rächt sich sofort. Das ist ganz, ganz einfach. Ja. Auch in Unterzahl kannst du den nicht einfach so da reinspielen. Den so zum Schuss kommen lassen. Ist einfach, aber... Nee, nicht direkt. Dort. Wir kriegen am Ende noch 2 Karten. Das ist das Erste. Das heißt, du hast am Ende gewisse Konsequenz. Entweder... We'll be right back.
Wird jetzt also nicht einfach für den DSD. Mal sehen. Super gespielt, die Düsseldorfer. Gut von Federlin. Fuss. Ecke, Ecke, gut. Das ist stark gemacht, Federlin. Das ist dann auch dann kein 7 Meter. Einfach nur Fuß. Denn Lukas hätte da gerne ein 7 Meter. Aber den wirst du nicht bekommen. Glaube ich auch nicht. Aber man kann immer mal fragen. Ja, klar. Kann alles versuchen, aber... Mitte ist fertig. Raus. Nochmal. Oh. Auf der Außenbahn. Bebo kriegt, Ben Bockhoff kriegt da den abgewehrten Ball. Der auf der Außenbahn ist zu früh im Kreis. Bauch. Der geht weg, genau. Ja. Das heißt, einmal den Rausgeber bitte tauschen. Genau. Bitte? Einmal Rausgeber tauschen. Komm, aber ich bekomme nur die Ansage. Ich weiß nicht genau, Rausgeber warum. Geht nochmal. Rausgeber? Das ist eine super kurze Entscheidungsfindung. Okay, stellt euch bitte auf. Rausgeber. Und dann ist der dein Typ da auf der Außenbahn zu früh in den Kreis. Ja, ja, sorry. Und dann ist der Tomek der nächste Rausgeber. Ist das so? Ja, eigentlich wäre es Per, aber. Sorry, ich weiß auch nicht, was der ist auf der Bank. Aha, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Gut. Sauber. Jetzt gut. Uiuiui. Ecke, Ecke, Ecke. So, jetzt kann der nächste wieder rein. Der Rausgeber bleibt hier. Ah, ist er, okay. Ich verstehe nicht, warum der Paul Krüger nicht dahin gegangen ist. Oder ist der rausgegangen? Der war erster Rausgeber, Paul Krüger. Und dann, weil der Max Bergs zu früh in den Kreis gegangen ist bei der ersten Ecke, musste der Rausgeber getauscht werden. Okay. Alles klar. Außerhalb? Ja. Ecke, 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 Ecke. Ecke sagt 18 mal Ecke. 100%. Uiuiuiuiuiui. Dann lass uns kurz die Zeit anhalten. Männer. Okay, sagst du ganz sicher Schläger, Männers? Ja, okay, danke dir. Schläger, lange Ecke. Streng mit Platz. Weiter geht's. Ab Bergs geht. Abstand gut. 5, okay. Oh. Weiter geht's. Das ist gefährlich. Und Max Bergs geht mit Gelb-Rot runter. Männers, ich sehe keinen deutlichen Push, aber Düsseldorf pickt für das Rekord mit Hey auf die Bühne. Ach so, okay. Falsch gesehen, sorry. Da ist hier kurz das Herzwasch stehen geblieben. So, Jonathan Fröschle geht mit Grün runter. Sag mal eben die Nummer, bitte. Aus seiner Position kommt die Reklamation, dasselbe, was das immer. Einmal zu runtergehen. Per Pink ist da aber ist auch einer, das ist, ja, Per Pink ist auch der einzige Spieler auf dem Platz, der Bock hat da drauf, so ein Ding abzukriegen. Alles sauber. Ja. Das findet der super. Ja. Der geht jetzt gleich nach Hause und weiß, ah, geil, genau das, was ich wollte. Und da ist, ey. Ja, klasse. Gute Entscheidung. Was pfeift der Ecke oder 7 Meter? 7 Meter. Richtig, richtige Entscheidung, Zeit steht, Regie. Sehe ich anders. So, Replay, gucken wir nochmal drauf. Ich habe mich nämlich nicht auf den Schiri konzentriert, bitte? Sondern nur, was da vorm Tor abging. So, gut. Ehrlich, da stehen 10 Leute im Kreis, keine Ahnung, was da passiert. Lennart steht direkt daneben. So. Alex Streunk holt den raus, ne? Ja. Ja. Gut. Nochmal. Bin ich gespannt. Nein. Nein. Wozu sollen wir uns besprechen? Nein. Alles gut. So, Daniele Cioli am Schuss. Kann verkürzen hier. Wird er wahrscheinlich machen. Denke ich auch. Ja, Tor. Macht er ganz souverän. So. Und jetzt können wir ja mal. Wir sind ja einfach unvoreingenommen. Oder jetzt mal aus deiner Sicht, ja. wenn Daniele Cioli schießt einen 7 Meter, schießt den 7 Meter rein. Ben Marquardsen hat davor verschossen, dann hat Cioli geschossen und danach schießt Ben Marquardsen wieder. Also ich... Macht das Sinn oder macht es keinen Sinn? Jetzt nicht unabhängig von den Jungs. Ja, ja, ganz unabhängig von den Jungs, aus neutraler Beobachterperspektive ist für mich Daniele der bessere 7 Meter Schütze und sollte... Aber gut, das ist auch schwer so für mich zu sagen, ne? Weil ich mit der Mannschaft spiele und im Endeffekt entscheiden die Trainer das. Aber Daniele hat jetzt, soweit ich weiß, 2 von 2 gemacht die Saison. Genau. Was für sich spricht und ich
Würde mich freuen, wenn er in Zukunft die schießt da. So. Sauber, sauber. Geht weiter. Genau, vollkommen richtig. Davor laufen die zwei. Ja. Die zwei laufen einfach nur ineinander. Das eine Mal, wo der da stolpert. War auf jeden Fall sehr, sehr sicher verwandelt, ne? Ja. Sehr souverän. Das auf jeden Fall. Oben links. So. Schade. Weg vorbei. Genau. Das dauert alles wieder lange, bis die Düsseldorfer stehen. Klasse, Luis Brock. Luis Brock auch ein unfassbar stabiler Spieler. Ja. Wenn er Bock hat. Wenn er Bock hat. Aber auf jeden Fall fürs Team sehr, sehr wichtig. Für mich auch der einzige, sage ich immer wieder, sauber, der auf Bundesliga-Niveau oder Bundesliga-Härte verteidigt. Mhm. Ja. Ja, im Training. Der ist so klein und zierlich, aber der beißt sich bei dir rein. Ja. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, gebe ich dir recht. So, Schickenberg. Und heute ist irgendwas mit dem Platz los. Oder die Schuhe sind bei zufällig beiden Mannschaften schlecht. Wenn die da... Klasse. Gut gespielt. Wir unterbrechen jetzt mal. Das ist bitter. Weiter geht's, weiter geht's. Wer war das? Das verstehe ich nicht. Roter Ball, ne? Halten wir eben die Zeit an. Gut. Und ich verstehe nicht, das sind so Sachen. Den Ball quer vors Tor legen. Innerhalb des Viertels. Mache ich doch nur, innerhalb des Viertels, wenn danke. Ich wirklich eine Anspielstation habe, die ich anspielen Abstand kann. Ist gut. Ja. Einfach reinlegen den Ball. Dann bleibt doch cool in der Ecke. Halt den Ball. Ja. Irgendeiner wird einen Fehler machen. Oder aufs Tor mal bringen. Ja. Auch gut. Der Tor. Das macht aber hier keiner. Ja. Traut sich keiner. Einfach mal so wie Abdul Kassim den schön über die Schulter schrubben. Ja, klar. Einfach gesagt als getan, aber. So. Abschlag, Clipper. 5 Minuten zu spielen noch. Weiter geht's. Oh. Seitenverlagerung auf Per Pink. Ja, genau. Sechser, beziehungsweise genau den hätte ich jetzt auch angespielt. Den hätte ich auch gespielt. Und den hätte ich auf jeden Fall gestoppt. Ja, sah im Ansatz ganz gut aus, aber vergeht auch. So. Es ist auch zu gierig. Ne? Dann so, Ball kommt. Per Pink muss den Pink muss sich umdrehen. Ja, schön. Sorry. Weiter geht's. Roter Ball. Wenn der ankommt, dann gut ab. Spielt der No-Look. Klasse, Juan Aguilero. Lange Ecke. Ja. Schöner Spielzug. Weiter geht's. Gut. Weiter. Und das ist einfach, also jetzt mal, wie Len Lukas da steht im Kreis, das ist einfach nicht gut. Ja, gerade in der Position, wenn du deinen Schläger nicht irgendwie... Alter Schwede, vor allem unsere Strafe mit der langen Hose im Mai. Oh, rutscht da durch der Ball. Gefährlich, ganz gefährlich. Der Mund ist vorhin gepfiffen. Ecke, gerade gepfiffen, wird jetzt gepfiffen. Ist sowas von glasklar, dass es diese Ecke gibt. Und es ist sowas von glasklar, dass Bernstein den Kontakt auf jeden Fall annimmt. Das hat man schon beim Anlaufen von Ben Markwalzen gesehen, dass da irgendwas passiert. So, was ist das? Zweite Ecke für Clipper. Zweite oder dritte? Zweite, glaube ich schon.
ist abgelaufen. Wahnsinnig, wie Niklas Schickenberg diesen Ball abläuft. Ja. Vom Ablauf würde ich sagen, war ganz gut. Schön reingeblockt. Einfach den Schritt mehr machen in der Situation. Finde ich gut. Ja, das ist eine Ecke. Ja. Schön rausgeholt von Aguero. Komm vom Torwart hoch abgeprallt. Ist eine Ecke, ja. So. Nummer 4, oder? Ich sag, Cioli wird sich die nehmen. Mitte fertig. Macht die auch rein, sag ich. Es ist halt auch super schwach geschossen, die Ecken von den Düsseldorfern. Abstand gut. Gutes Anspiel auf Federlin. Schön. Und das, das ist einfach zu wenig. Das sehe ich, bevor der Ball aufs Tor geht, dass der nicht Richtung Tor gehen kann. Klassisches Untergraben vom Ball. Der kann nur drüber gehen. Field Goals schießen wir jetzt. Blau. Doch keiner. So, Düsseldorf jetzt mit künstlicher Überzahl. Jonas Weißner geht raus. Ihr könnt ja auch während des Spiels wechseln. Alles gut. Alles da. Ball wird gespielt. Krüger. Richtig. So, jetzt sind viel mehr Hamburger im Kreis. Und da ist das Tor für die Düsseldorfer. Aguero, der da den Schläger noch reinbekommt. Keiner mehr mit gerechnet, aber das Ding ist drin. Wir gucken nochmal drauf. Ist definitiv ein großer Kontakt. So, Luis Brock bringt den rein. Da ist ein Kontakt. Max Bergs oder Aguero? Aguero ist dran. Ist Tor erst Fuß von Klipper und danach Kontakt am roten Schläger. Deshalb vorteilt es. Ja, Aguero ist 100% dran. So, ist natürlich Frust jetzt auch. Danke dir. Ja. Der Kollege hat wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass es jetzt eigentlich gegessen ist, das Ding. Wir hören uns dafür nächste Woche beim letzten Heimspiel für diese Saison und auch das letzte Spiel in der Saison gegen den Club Raffelberg. Danke.